Mahlzeit, ihr Schlawinerknochen, wieder hier. So, weiter geht's mit Call of War, Episode 32, wenn ich mich nicht verzählt habe. So, folgendermaßen. Ihr seht gerade, ihr habt das schön gesehen, dass da gerade so ein Konvoi war. Der war noch von Großbritannien und das waren 7 Schlachtschiffe, relativ aufgewertet. Ich glaube, 1er, 2er oder so. Zu dem Zeitpunkt hier, als ich das aufgenommen habe, hatte ich noch nicht so viel erforscht in dem Bereich. Ich habe eigentlich, so wie ich es mal in der Schnellrunde gemacht habe, da lief es nämlich weitaus besser, nach und nach erstmal die Infanterietruppen und so weiter erforscht. Ne? Also vom ersten Baum immer weiter zum nächsten. So wollte ich eigentlich ursprünglich vorgehen. Aber es hat nicht ganz so funktioniert. Hier schön zu sehen, dass der Kollege Japan Neuseeland angreift. Das habe ich nicht gemacht. Mittlerweile hat er auch Neuseeland eingenommen. Ich habe Neuseeland nicht angegriffen, weil mir das auch ein bisschen zu viel war. Denn jetzt bin ich ja ohnehin mit der Sowjetunion noch im Krieg. Davon abgesehen haben ein paar andere Länder natürlich mir auch noch den Krieg erklärt. Ich habe mit ihm gequatscht und meinte so, ey, pass mal auf, wir sind hir irgendwie, habe ich hier Probleme. Jeden Tag kriege ich hier zwei neue Kriegserklärungen. Und er meinte, ja, da hast du zu aggressiv gespielt. Ich denke mir, ja, was soll ich machen? Soll ich hier warten, bis ich eingenommen werde oder was? Also, hat nicht allzu viel Sinn ergeben, aber naja, wie auch immer. Jedenfalls bin ich dann rüber nach Italien, da muss ich ja dann auch noch hin. Mit Italien bin ich ja schon länger im Krieg, aber jetzt dachte ich mir, okay, wir müssen irgendwann mal fertig machen. Ne? So, dann steht ja noch Südafrika hier auf dem Plan. Ich habe gar nicht vor, Südafrika anzugreifen, aber ich denke mir manchmal, vielleicht greift er mich an. Obwohl ich relativ viele Truppen habe mittlerweile. Das Problem war hier jetzt am Anfang, so wie man es ja auch sieht, mir gehen da ständig die Waren aus. Und so weiter und so fort. Also Rohstoffe im Allgemeinen, aber meistens Waren. Und der Kollege hat mir zwar schon öfter mal jetzt Sachen zukommen lassen, aber das reicht teilweise nicht, wenn du überall Baupläne hast. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich mal auslaufen lassen. Meine Heeresleitung, die läuft sowieso am 20. aus. Und der ist natürlich dann schon vorbei, wenn ich das hier jetzt kommentiert habe. Aber läuft dann eher am 20. aus. Dann werde ich, glaube ich, mal einen Tag ohne spielen, sodass ich die Waren, also die ganzen Ressourcen wieder auffrischen, sodass ich dann genug habe, um erstmal nachzulegen. Da ja die Produktion sowieso eine Weile dauert, wird in der Zeit wahrscheinlich auch dann noch weiter produziert, sodass ich vielleicht jetzt nicht mehr so häufig in diese Notlage gerate. Und abgesehen davon, USA auch im Krieg jetzt mit mir, finde ich super. Vor allen Dingen, weil das auch noch so ein riesiges Land ist. Ich habe gar nicht die Möglichkeit. Was heißt nicht die Möglichkeit? Nichts ist unmöglich, Toyota. Ne? Aber ich habe nicht so die Möglichkeit, jetzt da hinzukommen, ohne jetzt wirklich viel Zeit zu investieren. Und da mein Kollege versucht hat, da schon anzulanden oder hat schon angelandet, gehe ich mal davon aus, dass er das irgendwie da macht. Ich glaube, der hat auch bessere Chancen. Zumal er näher dran ist von Japan aus nach den USA als ich jetzt. Ja? Der so eher im östlichen Teil unterwegs ist. Und wie gesagt, bin ja noch, die Türkei habe ich auch noch an der Backe. Xinjiang ist so gut wie weg. Der hat auch eigentlich kaum noch Truppen. Jetzt am Anfang sind noch welche zu sehen hier. Später wird es dann immer weniger. Er hat ja auch eigentlich keine Ländereien mehr. Es kann natürlich sein, dass er noch irgendwo eine versteckte hat oder so. Ich weiß nicht, wo der noch überall war. Aber mit Sowjetunion wird es schwierig. Und was jetzt hier nicht zu sehen ist am Anfang, Sowjetunion, also die KI, die Sowjetunion ja steuert. Wir sind ja nur noch zu fünft hier mittlerweile. Ne? Wenn man bedenkt, wir waren, glaube ich, hier am Anfang 25 oder so. Über die Hälfte der Gebiete war ja vergeben. Ja? Sind wir jetzt nur noch zu fünft hier oder so. Und da wird es natürlich dann auch schon ein bisschen schwierig. Aber so, ich habe das so oft erlebt. Jedes Mal, in jeder Runde, dass gut, Leute fliegen raus, klar, wenn sie einfach besiegt werden. Aber es ist ja auch so, dass dann einige einfach schon hinschmeißen nach 2 Tagen oder 3 Tagen. Und es wird dann immer weniger und immer weniger. Und das ist also super nervig. Jedenfalls muss ich mir ganz schön einen abackern, hier wirklich voranzukommen. Einfach, weil die Gebiete auch so groß sind. Jetzt klingt mein Telefon und da muss ich mal ran. Also sage ich erstmal Tschüss hier. Das war's dann eigentlich auch schon. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.